Christi, ich bin die Vanessa Blank und möchte dich heute wieder einladen, für ein paar Minuten den Alltag zu entfliehen und meinem Podcast zu lauschen. Nachdem bei den letzten Malen das Thema Tod ziemlich dominant war, möchte ich heute eine komplett andere Richtung einschlagen. Ich sitze heute an diesem wolkenverhangenen Tag in meinem Büro, lausche dem Regen, der auf das Dachfenster prasselt, und lass all die Jahre, die mich zu dem gemacht haben, was ich heute bin, Revue passieren. Das Leben ist eine Aneinanderkettung von verschiedensten Ereignissen, die dein Puzzle deines Lebens zusammenfügen. Ganz oft werde ich gefragt, warum ich solche Extreme liebe, und weshalb ich eigentlich zum Thema Bushcraft kam. Einen richtigen Anfang, einen Startpunkt für diese Passion kann ich beim besten Willen nicht setzen. Es sei denn, ich wähle dafür den Tag meiner Geburt. Eine naturnahe Kindheit, das ist ein Privileg. Nicht selbstverständlich in einer Zeit, in der die Naturverfremdung ein riesengroßes Thema ist. In der heutigen Zeit ist undenkbar, welche Freiheiten ich in meinen Kindestagen hatte. Nach dem Frühstück sofort aus dem Haus raus, ab auf die Wiese oder in den Wald, heimkommen zum Mittagessen und danach wieder bis zum Abendessen in die Natur verschwinden. Die heimische Flora und Fauna stand bei meinen Eltern ganz oben auf der Interessenliste. War mir oder meinen Geschwistern langweilig, haben meine Eltern uns in die frische Luft geschickt. Fernsehen durften wir eigentlich kaum. Fuhren wir in den Urlaub, dann lagen wir nicht wie all die anderen 2 Wochen am Strand, sondern erkundeten mit Wanderstiefeln und Rucksack das Hinterland. Unglaublich viel Freiheit hatten wir eigentlich jede Ferien. Ganz nahe von meinen italienischen Wurzeln besaßen wir ein Haus in den Bergen Norditaliens. Ein kleines Tal mit einem Fluss, der sich aus den Bergen kommend durch die Ebene schlängelt. Viele Menschen hatten diesen Ort bereits verlassen, besonders die ganz Jungen. Die Abgeschiedenheit und der Mangel an Arbeitsplätzen machte so manchen zu schaffen. Aber genau an solchen abgeschiedenen Ort suchten meine Eltern. Keine unmittelbaren Nachbarn, dafür viel, viel, viel Natur um das Haus. Um uns herum war nur etwas Wiese, Wald und die Berge. Die Spielmöglichkeiten waren dort eigentlich unbegrenzt. Verlassene Häuser, Bäche, Felsen, das ausgetrocknete Flussbett vor der Haustüre und zu guter Letzt verlassene Schützengräben des Weltkrieges. Ich habe Lager gebaut, wilde Zwiebeln ausgegraben und gegessen, in einer offenen Höhle hinter dem Haus Eiszapfen und Eisskulpturen entdeckt, Wildtiere beobachtet, in einer Flussgumpe gebadet und so weiter und so weiter. Wenn ich so daran zurückdenke, dann habe ich dort eigentlich nicht nur meine ersten Shelter gebaut, sondern auch die ersten Versuche mit im Flussbett gefundenen Feuersteinen gestartet. Auch meine erste Wildnisübernachtung habe ich dort erlebt. Wir haben ein Zelt im letzten Eck des fußballfeldgroßen Gartens aufgebaut und wollten dort ganz mutig die Nacht alleine verbringen. Tja, was soll ich sagen? Ein paar Stunden nach Einbruch der Dunkelheit standen wir winselnd vor der Haustüre und wollten doch in unseren Betten schlafen. Direkt über dem Haus war die Weide eines Esels. Täglich bin ich da den steilen Berg hochgeklettert und habe Camillo, so heißt der Esel, gerufen und habe ihm ewig lang die kuscheligen Ohren gekrault. Vielleicht rührt daher auch mein Wunsch, einmal mit einem Esel eine mehrtägige Buschkraftwanderung zu machen. Das wäre wirklich genial, insofern der Esel nicht so stur ist und sich meinen Plänen nicht anpassen möchte.
Einmal in der Woche gab es von uns Kindern geangelte Bachforelle, die wir noch vor Ort ausgenommen haben und als Steckerlfisch vom Grill genossen haben. Zum Entsetzen meiner Oma bin ich da in den warmen Monaten immer barfuß gelaufen und auch auf die höchsten Bäume geklettert. Das hat mich total geerdet, obwohl ich ja eigentlich in der Luft war. Ich fand es unglaublich schön, bei Wind in der Baumkrone zu sitzen und sich vom Wind hin und her wippen zu lassen. Ich weiß noch, einmal haben wir ein Bachbett einen skelettierten Dachs gefunden und die Knochenteile auf einer Schnur aufgefädelt und mit so einer Stockkonstruktion direkt neben der Straße aufgehängt. Unsere Nachbarn haben das beim Vorbeifahren entdeckt und ein paar Tage später meinen Eltern von den Blair Witch-Dekorationen am Straßenrand erzählt. Die wussten natürlich genau, von wem das stammt und konnten sich nur schweren Grinsen verkneifen. So schön das alles klingt, ganz ungefährlich war es aber nicht immer. Meine Eltern haben ganz viel darauf vertraut, dass wir gefährliche Situationen selbst einschätzen und uns Hilfe holen können. Das warme Klima in Italien ist wie ein Eldorado für Schlangen, natürlich auch für Giftschlangen. Die Schlangen waren oft so gut getarnt, dass ich sie erst unmittelbar bevor ich es ihnen gestanden bin oder beim Darübersteigen bemerkt habe. Gebissen hat mich zwar zum Glück nie eine. Naja, aber gewaltigen Respekt hatte ich doch vor ihnen. Einer meiner Lieblingsplätze war das zum größten Teil ausgetrocknete Flussbett direkt vor der Haustüre. Auf den sonnengewärmten Steinen dort, da haben sich die Schlangen am liebsten aufgehalten. Deshalb waren meine Geschwister und ich dort auch immer nur mit selbst geschnitzten Wanderstöcken unterwegs. Und um die Schlangen schon von Weitem auf uns aufmerksam zu machen, haben wir mit den Stöcken auf die Steine geschlagen. Dieses Geräusch hat sie dann zum Glück vertrieben und es kam nie zu einer wirklich gefährlichen Giftschlangenbegegnung. Hatte es längere Zeit geregnet, konnte sich das ausgetrocknete Flussbett in Minutenschnelle zu einem tosenden Fluss verwandeln. Die enorme Wucht und die Schnelligkeit von dem Wasser hat mich immer wieder aufs Neue fasziniert. Einmal musste mein Bruder mit einer Platzwunde am Kopf in das wirklich weit entfernte Krankenhaus gebracht werden, weil er Tarzan mit einer Waldrebe gespielt hat und nachdem sich diese aus dem Baum löste, auf einen am Boden liegenden Stein geknallt ist. Ja, und in der Jagdsaison mussten wir immer farbenfrohe Jacken tragen, weil der ortsansässige kurzsichtige Jäger, der hat mit seinem Schrotgewehr echt blindlings auf alles geschossen, was sich im Strauchwerk bewegte. Auch Funde von Kriegsmunition war in dieser Gegend absolut keine Seltenheit. Granatensplitter, Münzen, Klappspaten, Helme und Munitionsreste waren eigentlich überall im Erdreich zu finden. Unsere Funde haben wir immer im Blumenbeet meiner Mutter drapiert. Ja, und nach starken Regenfällen wurden nicht selten einst verschüttete Leichen von Kriegsgefallenen wieder zutage gebracht. So kam es auch, dass ich im Garten das Rinnsal von der kleinen Quelle umleiten wollte und im Laub eine intakte Handgranate entdeckte. Nichts ahnend habe ich sie zu meinen Eltern gebracht, um sie zu fragen, was das ist. Ja, die hat natürlich aus allen Wolken gefallen und ab diesem Tag wusste ich, dass runde Metallgegenstände als gefährlich einzustufen sind. Was sich rückblickend als ein Privileg herausstellte, war mir persönlich in der Jugendzeit ein Graus. Zu Teenagerzeiten konnte ich mit der Natur nicht mehr viel anfangen. Im Haus in Italien gab es kein Handynetz, Internet sowieso nicht und die Streifzüge in die Natur mit meinen Eltern, ja, die begann ich regelrecht zu hassen. Die Haltung, also diese Haltung begleitete mich bis ins frühe Erwachsenenalter. Erst dann habe ich angefangen, mit Freunden das
Zelten, also Camping, wieder zu entdecken. Wir schleppten echt alles mit: Zelt, selbstaufblasende Isomatte, Campingstuhl, Besteck, Nutella-Glas und Mückentöter. Ja, es war ganz schön, aber die Angebundenheit zum Auto nervte mich total schnell. Der Platz dürfte nie zu weit weg vom Auto sein, denn sonst hätte man all das Equipment nicht mehr tragen können. Also begann ich recht schnell zu reduzieren und zu improvisieren. Die Ausrüstung wurde kleiner und kleiner und irgendwann kam der Beer Girls Survival Boom auch bei mir an. Das wäre doch was, dachte ich mir. Ich probierte und spielte mich mit der Thematik, merkte aber schnell, dass mir das eigentlich eine Hausnummer zu hart war. Zwischenzeitlich war ich in diversen Foren angemeldet und es kam zu Bushcraft-Treffen in der Umgebung, bei denen ich meine ersten Gehversuche in diesem Bereich machte. Bushcraft. Das war das, was zu mir passte. Nach einigen Erlebnissen mit einer Gruppe bin ich in mich gekehrt und habe beschlossen, dass das eigentlich auch nicht zu mir passt. Bushcraft, ja, aber lieber alleine. Aber als Frau, allein, ohne Schutz und auch noch über Nacht. Ja, ich haderte lang, überlegte, habe Risiken und Nutzen abgewogen und schließlich den Entschluss gefasst, ja, das mache ich. Ich probier's. Meine erste Nacht allein in der Wildnis, was für mich heute selbstverständlich ist, hat mir damals viel Herzklopfen, Schweiß und Kopfzerbrechen bereitet. Ziemlich zeitgleich habe ich dann auch meinen YouTube-Kanal gegründet. Mein erstes Video handelte von, wie soll es anders sein, Munitionsfunden aus Italien. Ich wollte wissen, ob mir jemand erklären kann, was genau ich da gefunden habe. Danach folgten unglaublich schlecht gefilmte, schlecht gesprochene und schlecht geschnittene Produktvorstellungen. Also wenn ich da heute an die Videoqualität zurückdenke, oh je. Heute fast unvorstellbar, dass es tatsächlich Leute gab, die an diesen Videos Gefallen gefunden haben. Aber die Abonnentenzahl wuchs und wuchs. Und durch die zahlreichen lieben, netten und hilfreichen Kommentare wurde ich natürlich angespornt, meine Videos und das Ganze drumherum zu verbessern. Doch nicht mal in meinen kühnsten Träumen hätte ich mir vorstellen können, dass ich einmal so weit komme, geschweige denn, dass ich von YouTube leben kann. Nach der Elternzeit von meinem zweiten Sohn habe ich mich gefragt, wohin mein Lebensweg führen soll. Zurück in den Job im Kindergarten? Doch was ganz was anderes. Ja, manchmal muss man mutig sein und auch wenn ich eher der Planungs- und Kalkulationstyp bin, der gern am sicheren Ufer steht, bin ich damals ein Risiko eingegangen. Das Gewerbe war schnell angemeldet, auch wenn die Dame in der Gemeinde nicht so recht wusste, wie sie meine berufliche Tätigkeit einstufen sollte. Geld mit YouTube verdienen? Wie soll das gehen? Was soll das für ein Berufszweig sein? Ja, aber die anfänglichen Hürden wurden schnell überwunden und ich habe viel Zeit und Energie in den Ausbau meines Kanals und in meine Videos gesteckt. Und heute, ja, was soll ich sagen? Es hat sich voll und ganz gelohnt. Ich bin selbstständig, arbeite hart und mache doch das, was ich liebe. Ganz viele, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben, die bereuen das im Nachhinein. Sie sagen, ihr Hobby würde ihnen dadurch, dass sie es zum Beruf gemacht haben, zuwider. Aber das kann ich überhaupt nicht behaupten. Zeit in der Natur zu verbringen, erfüllt mich bis heute zutiefst. Also das ist dieses Gefühl, der Natur so nah wie möglich zu kommen. Nichts anderes kann so ein Gefühl der Zufriedenheit in mir auslösen. Ja, dann kam die glückliche Fügung mit dem Buch. Und das ist wieder ein weiterer Schritt, auf den ich echt stolz bin. Ein eigenes Buch mit meinem Namen auf dem Titel, das ist Wahnsinn.
Niemals hätte ich gedacht, dass ich einmal dort stehen könnte, wo ich heute bin. Manche Leute, die mich nicht gut kennen, denken von mir, dass ich abgehoben bin oder eingebildet. Aber dem kann ich ehrlich nur widersprechen. Ich freue mich natürlich wahnsinnig über diesen Erfolg, aber bild mir im Grunde überhaupt nichts drauf ein. Ganz im Gegenteil, mir ist es richtig unangenehm, wenn ich erkannt werde. Auch aus meinem Familien- und Freundeskreis habe ich das Thema YouTube ganz lange rausgehalten. Nur zufällig sprach jemand in meiner Mutter-Kind-Gruppe mal über ein Kastanienseife-Video von einer Vanessa. Nichts ahnend, dass die Vanessa, von der sie spricht, gerade neben mir sitzt. Ja, dann war natürlich die Bombe geplatzt und ich konnte es nicht mehr leugnen. Aber dennoch trenne ich ganz gern Beruf und generell YouTube und Privatleben. Denn ja, die Leute, die mich privat kennen, die kennen einfach die Vanessa, wie sie privat ist. Und ich mag das nicht vermischen. Ich sehe mich nicht als YouTube-Star und ich mag mich deswegen auch nicht. Ich bin ja kein anderer Mensch, ich bin ja immer noch die Vanessa. Und ich bin ganz froh, wenn ich diese beiden Parallelleben, die doch irgendwie ineinander verwoben sind, ein bisschen trennen kann. Ja, aber ich bin da, wo ich jetzt bin, nur weil ich euch hinter mir habe. Meine großartigen Zuschauer, die sich auf meine Videos freuen, ganz viele haben mich schon von Anfang an begleitet. Ich habe eine tolle Community, eigentlich auch einen virtuellen Freundeskreis. So ein Danke auszusprechen ist nicht viel, aber ich möchte euch wirklich von Herzen danken, dass ich diesen Lebensweg einschlagen konnte und dass ich euch, meine lieben Zuschauer, dabei an meiner Seite habe. In diesem Sinne, danke. Das war der heutige Podcast Mittwoch. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Wenn du Ideen, Wünsche oder Anregungen für den nächsten Podcast, für das nächste Thema hast, dann immer her damit. Hau in die Tasten und schreib es mir in die Kommentare. Danke dabei und wir hören oder sehen uns beim nächsten Video oder beim nächsten Podcast. Bis dahin, macht es gut. Pfiat euch!